Okay, warte mal. What? Was soll ich hier machen? Hier ist die Hand, wo immer bedeutet, ey, geh mal in die Kameradimension. Hier ist der defekte Server. Ich soll den Keller 2 einen neuen holen. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin, in Keller 2? Wie zum Geier komme ich in Keller 2? Ich brauche diese Karte. Aber es geht nicht, ne? Unmöglich. No way, an die Karte zu kommen. Echt doof. Oh, alles kaputt. Gut, ich muss einen Weg finden, in Keller 2 zu kommen. Labor. Labor. N2. N3? War da hinten noch irgendwas? N1. Nochmal N1. Keller 2 ist die 10. Hier. Die 8. Ha. Warte mal, hier ist eine Treppe. Was brauche ich dabei für einen Zugang? N3. Wie kriege ich denn den N3-Zugang? So, ich war jetzt im Monitorraum. Und Forschungsraum 1. Was ist Forschungsraum 1? Labor. Ist aber Labor ist ja kein Forschung. Das ist die 7 Forschung. Überwachung bin ich jetzt gerade. Das ist die 5. Und die 7 ist da hinten. Aber da ist diese Tür, die spinnt. Wenn ich einen Hebel betätige, dann löse ich irgendeine Falle aus. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Ich kann ihn auch gar nicht betätigen. Nee, das ist irgendeine Falle. Die Tür hier ist im Weg. Ah! Okay, was? Oh Gott, ich brauche einen Schraubendreher. Da geht irgendwo einer rum. Da geht irgendwo ein Schraubendreher rum. Ihr einen Schraubendreher. Warte mal, hier, hier, hier. Habt ihr irgendwo einen Schraubendreher gesehen? Ich wüsste nicht wo. Im Serverraum, schreibt hier jemand. Konnte man den aufnehmen? Da muss ja. Fluch, guten Abend.
Ah. Alright. Alright, hier geht's nicht weiter, Moment, dann müssen wir hier, wieder hier hin. Wieder da, da rein. Die Türen des Schreckens. So. Jetzt wieder durch den Verdampfungsbereich. Yes, baby! Immer schön Sachen suchen. Das ist der Sinn des Spiels. Suchen, suchen, suchen. Und wieder sowas hier. Dann rätseln wir mal das Ganze hier durch, ne? Okay, das muss so hin. Das so. Das so. Das so. Das so. So. Okay, machen wir mal hier weiter. Alright. Alright. Okay. Auch okay. Double okay. Gott, geht mir die Tür auf den Senkel. Yes. Yes. Ätzende Tür. Oh, wow, 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 wow. So viel Zeug. So viel Muni. Ist nie ein gutes Zeichen, ne? Alter, eine Spende! Bürgermeister! Dass ich das noch erleben darf, heute schmeißt du mir Geld in den Hut. Fondue oder Raclette? Boah, beides. Beides. Definitiv beides. Inventar voll. Nein. Nein. Oh, das Ding ist groß, aber ich kann da noch ein bisschen Platz machen. So, nimm mit. Och, hier ist ja noch einer. Junge. Na gut, jetzt bin ich... Oh, jetzt kann ich hier hin und her latschen. Noch irgendwas hier. Durex-sensitiv. Ey, das ist doch voll der Alien-Tisch hier. Nee, warte mal, was war das nochmal hier für ein Tisch? Prometheus? Nein. Irgendwoher kenne ich den. Irgendwoher kenne ich genau diesen Tisch. Kann gerade aber nicht sagen, woher. Hier war keine Kiste drin, ne? Nee. Alien vs. Predator? War es der? Ich weiß nicht, aber den Tisch, den kenne ich irgendwoher. Ach ja, Leute, Gewinnspiel ist wieder am Start, ne? Bei Instant Gaming.
Leider nehmen da sehr, sehr wenig Leute dran teil, was ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich meine, es gibt gratis ein Spiel. Also, das sieht schon sehr kritisch aus hier mit Instant Gaming. Oh nein, ich habe, glaube ich, genau den falschen genommen. 19a fehlt hier. Nö, oder? ...21a... No! Nein, hätte ich mir das nur mal gemerkt. Ich habe genau den falschen verwendet. Der 19a. Skure! Hast du schon mitgemacht? Geht ja jeden Monat. Ich speichere die Dinger jetzt mal hier drin. Ja dann, Skure, ab! Ab! Wir sind schon total entrüstet und enttäuscht, dass nicht mal hier kostenlos jemand was von mir will. Ich meine, dass ich keine Spiele verkaufe, ist ja eine Sache, aber verschenken kann ich sie auch nicht. Ja, Skure, Gott sei Dank gibt's dich. Du nimmst wenigstens die geschenkten Games. Die sind da schon total schockiert, weil bei anderen, die haben 60 Zuseher und wenn die ein Giveaway einmal im Monat machen, da sind 3000 Teilnehmer. Und bei mir kann ich froh sein, wenn's 5 sind. Also Gewinnchancen extrem hoch. Wie gesagt, die Leute wollen bei mir nicht gratis. Ich meine, ihr könnt euch ja aussuchen, was ihr wollt, ne? Also, so als kleine Randinformation. Wenn ihr sagt, ey, ich habe keinen PC, kein Problem. PSN-Guthaben. Geschenktes PSN-Guthaben. Noch ein paar Münzen für deinen Hutsmile. Dankeschön. Oh, Münzen, geil. An denen werde ich mich laben. So, jetzt. Man kann es auch echt schwer machen, ne? Bestätigen. So, wir haben endlich die zweite Ebene. N3, super. Hier geht's schon mal nicht weiter. Aber hier kann ich rein, aber hier war ja nichts drin, ne? Ja. Fehlt da auch noch ein Server? Ist auch irgendwas kaputt? Hm. Also wie gesagt, Instant Gaming ist super zuverlässig, kein Scam, keine Abzocke. Ich hätte die gerne als Partner, weil ich einfach weiß, dann habe ich einen guten Partner. Klar, natürlich kann bei jedem Verkauf irgendwas irgendwie mal schief gehen, aber die haben auch einen Support und so alles, ich habe Kontakt dazu und so weiter und so fort. Es ist auf jeden Fall vernünftig, sagen wir es mal so. Revolver gibt's auch noch. Mach keinen Scheiß.
So, ein Safe. Was hatten wir? Für Zahlen. Nochmal, jetzt habe ich es vergessen. Hat noch hier was. Obwohl sich die körperliche Gesundheit des Jungen tatsächlich bessert, wird deutlich, dass etwas Seltsames mit seinem Geist geschieht. In letzter Zeit spricht er nur noch selten oder gar nicht mehr. Ich höre ihn nur dann etwas sagen, wenn sein Vater sich im Zimmer befindet. Doch auch dann ist seine Sprache undeutlich und verzerrt. Auch sein Verhalten insgesamt scheint sich zum Schlechteren zu verändern. Erst gestern, als ich wegen seiner täglichen Behandlung zu ihm hinunterging, fand ich ihn brüllend und wild nach Favero schlagend vor. Es kostete uns beide unsere ganze Kraft, ihn in sein Bett festzuhalten. Ich habe versucht, ihm ein Beruhigungsmittel zu spritzen, aber die Nadel ist an seiner Haut abgebrochen. Ich bin mir nicht sicher, wie weit Davi den Jungen noch treiben will. Es ist aber wahrscheinlich das Beste, wenn wir versuchen, ein Beruhigungsmittel zu entwickeln, das wir einsetzen können, wenn er wieder derart außer Kontrolle gerät. Alright. Hier ist ein Safe. Hier ist kein Safe. Ha. Was hatten wir denn für Zahlen auf dem Rechner? Die haben wir noch nicht verwendet. Was war das? Irgendwas mit D und E und... Ha. Okay. Ich kann es ja mal hier versuchen. Learning. Also 25. Acht. Hilfe. Da war ich noch nicht. Und was bringt's, wenn ich da reingehe? Gar nichts. Schon wieder ein Raum, der nichts bringt. Hier gibt es mir eindeutig zu viele Räume, die nichts bringen. Guck mal, wenn ich hier das hier mache, habe ich wieder hier so ein... Kann ich ihn irgendwie bewegen? Der Karren ist im Weg. Ich weiß nicht mal, was ich nehmen soll. Ja, keine Ahnung. Irgendwas halt. Irgendwas. Es gibt so viel Zeug. Es ist umsonst. Das ist das Verrückte. Ich habe irgendwie so eine... Entweder habe ich eine Community, die total passiv desinteressiert ist. Oder ich habe eine Community, die einfach so reich ist und einfach alles besitzt. Ja, die einfach sagt, boah, ich hab eigentlich alles, Kies, du. Ich bin so reich. Hier, nimm mein Geld. Halt's Maul. Ich besitze alles. Ich brauche einfach nichts mehr. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Naja, man findet ja immer irgendwas. Ah, jetzt kann ich das hier wieder wegschieben. Es gibt ja tausende von Produkten auf der Seite Secure. Man findet doch immer irgendwas. Oh, da ist ja auch noch einer. Na? Ach Mann, daneben geschossen. Jetzt gibt er mir. Und der lebt noch. Geiler Typ.
nach drauf gepupst. Ich heil mich. Ja, guck mal, dann hol dir doch einfach Guthaben. Steam-Guthaben gibt's, glaube ich, auch. Ich meine, es gibt sogar Steam-Guthaben. So, jetzt haben wir hier den nächsten Code auf einem USB-Stick. Oder PSN-Guthaben, ja. Ich meine, damit macht man ja nie was verkehrt. Oh, jetzt brauche ich ein Speicherlaufwerk. Leck mich am Bippel. Sicher haben wir alle beim Heiligen Pfad verrückten Augenblicke erlebt, aber was Davi jetzt mit seinem eigenen Sohn macht, schlägt dem fast den Boden aus. Er besteht darauf, Achilles Behandlung über das notwendige Maß hinaus fortzusetzen. Am Anfang ging es noch um Leben und Tod, aber jetzt, Davis wahnhafte Versuche, aus seinem Sohn das perfekte Wesen zu machen, haben Achilles in ein Monster verwandelt. Ein ganzer Arm ist zu einer riesigen Klaue mutiert. Es ist furchtbar. Ach so, das ist der Sohn von Davi. Der Hummermann. Der Junge hat keine Emotionen mehr und auch kein Gewissen. Außerdem ist er unmenschlich stark geworden. Hätten wir nicht Gas 320 entwickelt, um ihn in Schach zu halten, wäre wer weiß wie viel von unserer Jungen wäre wie viele von uns der Junge bislang getötet hätte. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein einziger Wunsch ist es, diesen ganzen Wahnsinn aufzugeben und zu gehen. Aber ich weiß, was mit jenen geschieht, die den heiligen Pfad verlassen und mit ihren Familien. Ich werde dich nicht in Gefahr bringen. Ich werde tun, was getan werden muss. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Bueno. A claw for a hand? So, that thing does have a weakness. I have to find a way to get my hands on this gas 320 stuff. It's my only chance of fighting that thing. Das wäre nur so ein Speicherstand. Ich dachte schon, wäre irgendwas Gutes. Also muss ich hier wieder einen USB-Stick wahrscheinlich rüberholen. Hm, alles ganz schön ekelhaft hier. N3-Labor. Was ist das denn hier? Die Energiequelle? Komme ich nicht rein. Auch nicht weiter. Okay, das bedeutet. Ich geh jetzt auch nicht durch. Wir müssen zurück und den USB-Stick holen. Ach. Kamera. Jo. Jetzt. Kann ich holen, oder? Ja. So, das mal hier hin. Ja, hier rein. Hier noch einen Würfel gefunden. Ein Würfel und ein bisschen Muni. Auch nicht schlecht. Und kriege ich ihn auf Anhieb rein? Okay, eine andere Animation. Witzig. Echt witzig. Das muss man den schon lassen. Mila, nein, es ist nicht random, was du gewinnst. Du kannst einen Artikel dir aussuchen. Shit, there has to be another way. Och nee, jetzt. Es lief so gut. Anderer Weg hier raus.
Ja, aber... Welcher? Oh, come on. Do you ever fucking give up? Ach, come on, Alter. Ich weiß, dass du eigentlich nur ein hässlicher Junge bist, dessen Vater ein Arschloch war. Ah, Moment. Nein, das geht nicht. Babams. Mother F. Boah, wie viele von diesen Viechern jetzt hier sind. Ist tot. Guck mal, wie er den hochhebt, ne? Einfach hochgehoben. Ein Zwerg. Alright. Kann er hier durch? Eigentlich nicht, ne? Alter, hol doch die Kamera! Ach, das Spiel ist auch so träge. Da haben sie sich Resident Evil echt als Vorbild genommen. Richtig schön lahm. Okay, für was ist dann aber der Hebel gut? Ich dachte, es wäre eine Falle, um ihn auszunocken. What? Was ist das hier? Ach, das ist Memory oder was? Nein. Nein. So. So. Moment, weil ich jetzt die Karte weggelegt habe. Hätte ich noch behalten müssen, aber da war ein Mülleimer dran. Im Sinne von, brauchst du nicht mehr. Ach, die Tür ist busted. Okay, dann lege ich es wieder rein. So. Gespeichert. Holy moly. Ach, und jetzt der Hebel, oder wie? Aber das bringt ihn nicht um. Das, jetzt schläft er ein bisschen. Das macht ja maximal ein kleines Schlummerli. Ach, hier komme ich immer noch nicht rein. Auch nicht. Was ist hier drüben? Oi, 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 oi. Oh! Bin ich in diesem Knastbereich? Ja klar, ganz am Anfang waren wir hier. Und
Expedition. Heute Morgen haben wir einen Investigator from the articles. Poor bastard. His notebook is still missing, huh? Well, it's gotta be around here somewhere. I have to find it. Genau. Was ist das hier für eine Zelle? So. Ein sexy Würfel. Hier nochmal rein. Was liegt da hinten? Was ist das? Eine Rübe? Eine Rose. Speicherpunkt. Ureit. Mal wo... Hier? Hier war das. Hier war das. Und wir bekommen ein Buch. Was right here all this time. Verwenden. Das Sandnymphenhotel ist recht gemütlich. Du wohnst in Raum 310, ganz am Ende des Korridors von Block A. Überall befinden sich Schilder, die auf die heiligen Pfad hinweisen. Die Menschen hier scheinen Christopher zu verehren, selbst nach 15 Jahren nach seinem Tod. Sie nennen ihn einen Propheten. Manche nennen ihn sogar Meister. Wir müssen weiter untersuchen, ob der heilige Pfad für alle Anomalien in Blablablub verantwortlich ist. Feierliche Eröffnung des Hotels... 23. Juli 1931, 17. April 1960. Der Typ ist halt aus den 60ern. Neuesten Erkenntnissen zufolge wurde das Hotel auf einer alten Kohlemine errichtet. Eine sehr eigenartige Geschichte. Angeblich verschwanden alle Minenarbeiter eines Tages einfach. Bis heute gibt es keine Erklärung dafür, warum oder wie das passiert sein könnte. Ich suche derzeit nach weiteren Informationen. Dann können wir das irgendwie nach unten machen? Ja. Es heißt, dass das Verschwinden der Bergarbeiter mit dem Mord an Christopher zusammenhängt. War es Rache? Ich bin mir bei all dem immer noch nicht sicher. Der nächste Schritt ist, selbst mit jemandem vom Heiligen Pfad zu sprechen. Alright. Ich habe mit Davy Menes, dem angeblichen Anführer des Heiligen Pfads, gesprochen. Auf meine Frage hin reagierte er sehr ausweichend. Er scheint fest daran zu glauben, dass Christopher eines Tages zum Heiligen Pfad zurückkehren wird. Die Art und Weise, wie Davy über ihn sprach, lässt mich glauben, dass der Heilige Pfad Christopher als eine Art Gott betrachtet. Dankeschön für den Sub. Apropos Christopher, ich habe leider nicht viel über ihn herausfinden können. Über ihn weiß ich nur, dass er inspiriert von den hiesigen Legenden über Blabla in den 1920er Jahren nach Brasilien kam. Die Einheimischen berichten, Christopher habe große Gaben besessen, die es ihm ermöglichten, den Tod zu trotzen. Ich möchte mich nicht zu sehr vor den Mitgliedern des Heiligen Pfad bloßstellen. Sie sind hier ziemlich stark vertreten und es ist offensichtlich, dass sie etwas verbergen. What? Gancherino, Dankeschön für 10 Sapperinos. Dankeschön. Sie sind hier ziemlich stark vertreten und es ist offensichtlich, dass sie etwas verbergen. Ich muss mich bedeckt halten, bis ich herausgefunden habe, worum es dabei geht. Ich habe mehrere Geheimgänge gefunden, die im gesamten Gebäude verlaufen. Ich glaube, ich bin irgendwo tief unter dem Hotel gelandet. Irgendetwas Eigenartiges geht hier unten vor. So viel ist sicher. Dieser Ort wirkt mehr wie ein Krankenhaus. Ich werde versuchen, unentdeckt zu bleiben und weiter vorzudringen. Dieser Ort ist viel größer als... Dankeschön, Yellow, for more fun. Jo, kein Ding. Hab ihn gerade schon zum zweiten Mal vom Lesen angehalten. Ja, das stimmt.
Dieser Ort ist viel größer, als ich es mir hätte je vorstellen können. Ich frage mich, wie der Heilige Pfad diesen Ort so lange geheim halten konnte. Ich habe zwar keine Ahnung, was sie hier unten machen, aber irgendetwas stimmt hier nicht. In einem Bett lag ein Junge von etwa 15 Jahren. Er war über und über mit offenen Wunden übersät. Am Fußende seines Bettes stand auf einer Karte sein Name. Es war der eines der Kinder, die letztes Jahr als vermisst gemeldet wurden. Die Situation ist also viel ernster, als ich zunächst dachte. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ich habe gehört, wie einige Ärzte über eine Person namens Achilles und ein Gas 320 gesprochen haben. Es fielen Worte wie Mutation und es hieße, dass das Gas den Mutationsprozess verlangsamen bzw. oder umkehren könne. Was in aller Welt tun sie diesen armen Menschen an? Ich muss mehr über das Gas 320 herausfinden. Das ist ganz schön viel. Irgendwie muss ich noch eine Zugangskarte in die Finger bekommen, aber es ist mir bereits gelungen, die Codes für einige der Bereiche mit beschränktem Zugang zu stehlen. Forschung 003897, bla 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 bla. Endlich habe ich die Formel für Gas 320 MHT gefunden. MHT, Aufbereitungsprotokoll. Code für Destillat mit einem Reinheitsgrad von 90 bis 99. Code für Destillat mit einem Reinheitsgrad von weniger als 90. Okay, das ist die Formel. Mischung Nummer 1. Oh Gott, das wird ja richtig. Vorsicht, das Einatmen von Gas 320 MHT verursacht Schwäche und Schwindel. Nur mit Schutzausrüstung handhaben. Sorgsam behandeln. Oh Gott, ich muss noch den Walter White da unten machen. Ich habe auch Gespräche über ein Artefakt belauscht, das der Heilige Pfad besitzt. Ich konnte ein Foto davon finden, als ich mich ins Archiv geschlichen habe. The Science Zero, Dankeschön. Es sieht aus wie eine Art Kugel oder eine Sphäre. In der Akte steht auch etwas über Zeitenergie, die von dem Artefakt ausgestrahlt wird. Es scheint, als hätten all ihre Experimente auf die ein oder andere Weise mit dieser Sache zu tun. Als ich mich auf den Weg... Oh Gott, jetzt geht's weiter mit den Subs. Gangerino, Dankeschön, haut nochmal 5 raus, unterbricht mich beim Lesen, Dankeschön. Als ich mich auf den Weg zurück zum Hauptaufzug machte, musste ich mich schnell verstecken. Ich habe Stimmen gehört, aber ich glaube nicht, dass mich jemand gesehen hat. Zurzeit verstecke ich mich in einer Abstellkammer. Sobald es sicher ist, mache ich mich auf den Weg zum Aufzug. Ich habe mehr als genug Informationen, um den Heiligen Pfad ein für alle Mal zu entlarven. So. Das war's. Das war's alles. Jede Menge Literarisches zum Lesen. Was? Bei Amazon gibt es 15% auf Twitch Geschenkkarten. Und mit Twitch Geschenkkarten kann man what genau tun? Damit kann man dann hier einkaufen. Und noch mehr Geld ausgeben. Gangerino, Alter, 1050 Bits. Hast du dir so eine Geschenkkarte geholt? Dankeschön. Okay, wir legen das Buch mal hier rein. Ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht so schnell. Speichern hier mal. Sunshine Girl, woher kommen jetzt deine Bits plötzlich? Ach, wir haben einen Train. Ich gebe hier schon genug aus. Das stimmt. Secure. Das stimmt. Aber jetzt kannst du 15% sparen beim Ausgeben. Das sind die Good News. Dankeschön. Kacke, ich brauche eine Zugangskarte. Tja, wo kriege ich die jetzt her? Das kommt 15 Tage zu spät. Ich bin nämlich pleite und obdachlos. Skewer. Okay, Dankeschön. Ich brauche hier eine Zugangskarte. Warte, war nicht irgendwie eine noch von Bedeutung? Die weiße, die schwarze? Wir haben eine blaue, eine weiße, nee, die ist schwarze. Nee, ist alle Müll. So, Train geschafft. Dankeschön, Gangerino, für den Train. Nee.
Nee, die gehen beide schon mal nicht. Ich glaube, sobald der Mülleimer dran ist, ist das Quest-Item quasi durch. Dann kann man es wegschmeißen. Aber ich habe diese Eigenschaft, immer alles aufzuheben. Habe ich auch immer bei Resident Evil gemacht. Ich hab was in der Hose für Helmut! Doch einfach in Dankeschön! Schau, was es ist. Geil, hier geht's auch nicht weiter. Dann irgendwo oben wahrscheinlich, ne? Weil die gehen alle nicht. Wow, 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 wow. Ich dachte eben, der wacht hier wieder zum Leben. Für einen kurzen Moment hatte ich Angst. Ja, heute ist No Cam Day, weil ich heute aussehe wie eine Leiche, weil ich mich überhaupt nicht sexy fühle heute. Richtig crank. Wir hatten noch so viele Dreiertüren. Hier zum Beispiel ist eine Dreiertür. Dankeschön. Ja, ich dachte, ich wäre eigentlich wieder fit, aber dann ging es mir doch irgendwie heute nicht so gut. Moment, die Level 3 Karte sollte da unten gehen? Huh. Laufe ich nochmal zurück. Tut, tut, Zug ist durch. Ich habe irgendwie so einen Magenscheiß, der mich irgendwie nicht so richtig loslässt. Guten Abend, Liebe meines Lebens. Ich hoffe, dir geht's gut. Moment, wo bin ich denn? Wo sind wir rein? Hier. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist der Stress. Ich hatte halt einfach... Ich hab viel zu viele Sorgen im Moment, viel zu viel Stress. Gancherino. Ach, das geht wirklich. Okay, warte mal, im Buch stand ja dann... Na, jetzt hätte ich das Buch behalten sollen. Oder kann ich das irgendwie noch so nachlesen? Na egal, hier war ja ein Lager. Ach, guck mal hier geht's auch noch weiter. Ah. Oh, yes! Das ist mal was Gutes. Taschenerweiterung und eine Armbanduhr, was wieder ein Speicher ist. War da eben... Ist da eben gerade jemand vorbeigelaufen? Na, ich habe im Moment einfach zu viel Stress und zu viele Sorgen. Das schlägt mir irgendwie alles auf den Magen. Ich wünsche dir mehr Unbeschwertheit. Das wünsche ich mir auch. Danke sehr. Ich wünsche es allen. Tagebuch. Alle 30 Minuten wird in Amerika jemand ermordet. Tja, die hatten doch jetzt schon wieder irgendwie so einen Amoklauf, ne?
Aber darüber darf ich eigentlich gar nicht reden, weil das Video kommt ja auf YouTube. Blättern. Hier. Forschung. Was ist das hier? 003897. Untergrundlabor 498765. Vielleicht das? Was ist das hier? Ah, Universal. Okay. Universal. Yes. Ist meine Freundin noch anwesend, die hier ganz kurz reingespickt hat? Okay, hier ist ein Computer, Untergrundlabor, Dokumente wieder. Naja, wenn es wieder jemand meldet, dann rede ich über ein aktuelles Ereignis wieder, was mit Terrorismus zu tun hat oder sonst irgendwas und dann, ne? Was ist das denn? Hä? Okay, hä? Ist alles auf Null oder wie? Muss auf. Du hast dir dein Setup wieder aufgebaut. Was? Cool. Ach so. Verstehe. Ah, okay, das sind immer die Tickets. Also muss ich hier 0 machen. Hier 0 und hier 4. Und hier 9. Ah, jetzt habe ich 8 gedrückt, shit. Hier 4. Ach ne, hier 1. 1 muss ich ja machen. Was? Du bist wieder streamen? Ist ja eine hervorragende Neuigkeit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Ossi, dankeschön. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. So, ich muss mich. Jetzt konzentrieren wir uns mal ganz kurz. 4. Hier ist es 1. Was? Hier ist es 9, oder hä? Hier ist es 4, hier ist es hier 9? Hier ist es 9. Okay, hier ist es 4. Hier ist es dann auch 9. So. Wie geht's dem Sohnemann? Was macht der Sohn? Schläft der? Vermisst er seinen Papi? Was habe ich denn jetzt hier geöffnet? Ha. Huh. Oh oh. Da war noch eine irgendwo. Alles weg mit den Viechern.
bis Dezember warten, bis der Sohn zur Welt kommt. Ja dann, herzlichen Glückwunsch. Surely the compounds used to make the gas are still in here somewhere. Boah, was ist das für eine riesige Anlage? Oh Gott. Oh Gott, der Laden ist ja big as fu. Warte, komme ich hier rüber, wenn ich das hier aktiviere? Nee. Die 1. Ach, ich war jetzt auf der Ebene 1. Ah, jetzt gehe ich auf Ebene 3. Hier kann ich nichts drücken. Hier kann ich was drücken. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Hose. Ja, Dezember, Kinder, ne, ist halt Kacke wegen Weihnachten. Als Kind scheiße. Ist einfach so. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Meine liebe Sarah, unserem Jungen geht es gut. Er leidet in letzter Zeit unter geringfügigen Schmerzen, aber er hält sich tapfer. Sein Körper reagiert viel schneller auf die Behandlung, als ich erwartet hätte. Achilles ist etwas Besonderes, Sarah. Daran habe ich keinen Zweifel. Sämtliche Verletzungen heilen schneller als zuvor und seine körperliche Stärke ist um ein Vielfaches gestiegen. Unser Sohn könnte eine Stahltür mit den bloßen Händen aus den Angeln heben, Sarah. Mit den bloßen Händen! Und von Tag zu Tag wird er immer stärker. Es wird nicht mehr lange dauern und unser Junge wird sich nie wieder vor Schmerzen fürchten müssen. Achilles wird der Maßstab sein, an dem sich die ganze Menschheit messen lassen muss. Ich liebe dich, dein Davi. Dein Davi. Hallo, Heslon. Die Viecher halten brutal viel aus. Scheiße dämlich, aber richtig ledrig. Richtig dicker Lederlappen, du. Boah, Alter, habe ich viel Shotgun-Munition eben gerade geerntet. Da kann ich nicht motze. Okay, ich habe hier ein Röhrchen leeres. Ha. Sonst sehe ich hier drin jetzt aber nichts Spannendes, ne? I see nothing. What did you see? Nothing. Acht Stunden zocken wir das Game hier. Das ist gar nicht mal so kurz, ne? Schon umfangreich. So, ist das denn jetzt hier Ebene 2? Alter, das hat er überlebt? What? Das hat er wirklich überlebt. Besser meine Shotgun nochmal. Mehr Schusskraft bedeutet auch weniger Munition, um den Gegner zu töten.
Warum liegen hier dauernd Goldbarren mit Rubinen rum? Ich will auch Goldbarren und Rubinen. Okay, hier geht nothing. That's one of the ingredients. Now I just need to find the other two. Ist schon ganz schön voll hier wieder drin, ne? Okay. Was waren die Symbole? Hier. Bitteschön. Revolverkugeln. Okay, wir haben einmal die Ingredients. Ich finde, das ist so ein richtiges Nazi-Wort. Ingredients. I got the ingredients. Show me the ingredients. Dr. Müller. Dr. Schnitzel Nazi Müller. No! Oh Gott. Die Dinger sind auch nur da, um dich irgendwie aufzuwecken, ne? Reine Jumpscare-Funktion. Uli mag das. Dankeschön. Ist er tot? Dr. Hans Baron Schnitzel Nazi. Alter, warum hält denn jetzt drei aus? Na, geil. Einfach nur gut. Shotgun-Munition bekomme ich gerade richtig ordentlich. Richtig gill. Only one more to go. Na, gerade läuft's. Mit dem Juice. So, ich glaube... Ich meine, ich denke, wir haben hier oben alles mitgenommen. So, hier haben wir einen Knopf aktiviert. Der ist auch wichtig. Ha. Huh. Komme ich denn da ran? Einfach durchlangen. Nee, es geht nicht. Warte. So. Moment, was denn? Hier ist auch ein Handabdruck. Ach so, hier kann man durch. Ah. Stimmt. Waren wir schon hier unten? Ja, hier waren wir. So, ich würde sagen, hier machen wir jetzt einfach mal wieder einen Break. Wir sind gut vorangekommen, Ladies and Gents.